Ich bin kein gewalttätiger Mensch. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben noch nie geprügelt. Und den ersten Menschen habe ich auch erst mit 42 umgebracht. Als Anwalt war ich das Aschenputtel der Kanzlei. Ich durfte die Drecksarbeit erledigen, wurde aber nie auf den Ball eingeladen. Ich Probleme, du die Lösung. Drogen, Prostituierte, Waffen. Alles keine gute Mischung, wenn man mich fragt. Meine Familie lebte sehr gut davon. Leider ohne mich. Ich weiß, dass du nichts für mich ändern willst. Vielleicht aber für Emily. Vielleicht ist das hier was für dich. Achtsamkeit? Dein Ernst? Ich fand das total scheiße. Der Atem ist das zentrale Werkzeug der Achtsamkeit. Sie blenden alles aus, was nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Und damit verändere ich die ganzen Arschlöcher um mich herum, ja? Und da passierte es. Wie ein himmlisches Strahlen aus den schwarzen Wolken meiner Seele spürte ich in mir eine völlige Ruhe. Lassen Sie den Atem fließen. Sie werden Zeitinseln für Ihre Tochter etablieren. Achtsamkeit kann Nasen brechen. Und Menschen töten. Papa, was riecht hier so komisch? Das ist die Arbeit im Kofferraum. Atmen Sie ein. Und wieder aus. Ein. Und wieder aus. Atmest du komisch? Nö. Ich atme bewusst.